Jetzt geht wieder weiter mit Pokémon Strahlenden Diamant. Wir machen heute wieder die Hauptquest. Im letzten Part haben wir ja. Waren wir beim See. Das spielt jetzt aber gerade mit uns. Und ja. Mal hier hoch. Brüll. Brüller. So. Mama. Ja, unser Schutz ist ausgelaufen. Zwischen die Parts bin ich noch zum Pokémon Center reingegangen und hab uns noch ein bisschen geheilt, dass wir wieder alle Attacken haben, dass wir wieder full life sind und. Wieso gibt es die Pokémon-Trainer? Hey, mein Platz! Ich geb dir auch mal was dafür. Okay. Alter. Nur sogar so ein Top-Schutz ist echt gut. Ich verstehe, warum es im Spiel ist. So, jetzt wieder runter. Oh, Alter. So, Polinfläschchen. Jetzt sind wir wieder hier. Ah, hier geht's runter. War es nicht gesehen. Oh, Alter. Das ist. Alter. Ja, das muss ich jetzt lohnen. Ein Traumfresser. Das ist ein Psycho-Attacke, glaube ich. Das wäre absolut gut. Jo.
Na, hier waren wir schon, ja. Na, na. Magst du denn zum Vampir? Ich will mit dem grauen Schwimmen gestalten, nicht wahr? Danke, dass du uns zugesehen hast. Hier, bitte. Ach ja, kräftige Arme in Bewegung sind was ganz Tolles. Oh. Was? Okay. Aber wir sind sowieso hier am See fast. Boah, ich bin total beschäftigt. Hier, nimm das, um weiterzumachen. Okay. Auch ein Pokéball zwischen. Hi, Wellenreiter-Trainer. Wie wär's mit einem Kampf im Wasser? Den haben wir auch schon. Ist die Entwicklungsstufe. Aber auch durch Level gekriegt. Oh, ist Nibel Level 35. Das war eine ziemliche Leerstimme. Doppelleber. Hi, willkommen auf meinem Privatstrand. Voll schön hier, oder? Und es gibt sogar ein Willkommensgeschenk. Dieser Ort ist unser kleines Geheimnis, ja? Ihr schwimmt. Das ganze Jahr über im Meer, vielleicht verliere ich keinen Kampf. Oder ein Kram. Ich weiß es nicht. Oh.
Wieder ein Garros? Ja, der hat drei Pokémon. Und zwei davon sind Garadosse. Jetzt ist die Frage, was ist das dritte? Auch ein Garados? Ja, das ist ein Garados. Also er hat ein Garados, fetisch. Zero. Dabei kenne ich dieses Meer doch hin und aus, wenn nicht. Ja, aber wir sind ja neu hier. Weil in der Höhle will ich auch noch. Also in der Höhle gehen wir noch diesen Part noch rein. Eigentlich wollte ich ja eigentlich diesen Part, eigentlich, dass wir die Hauptstory übernahmen, aber irgendwie. Habe ich Wasser gefunden, wo wir rauffahren können, wo wir noch nicht drin waren. Du reist alleine. Das ist beeindruckend. Wie wär's mit einem Kampf? Mein Bruder Battle. Und er hat natürlich auch einen Garados. Aber Vorteil ist, wenn wir jetzt die Bereiche gehen, müssen wir das nicht nochmal machen. Außer das vom letzten Part. Da konnten wir nicht rein. Konnten wir nicht luschen, was da drin ist. Okay, da müssen wir nochmal hin. Aber hier müssen wir nicht mal rein. Wenn wir ja alles durchgeguckt haben, ist fertig. Oh, gar nicht so schlecht, Kindchen. Langsamkeit. Ein Sieg wird mich sicher aufwärmen. Endon. Er hat schon wieder eben gerade gewunken. Jo. Wieder ein Enderon. Also nur zwei Enderon. Ja, jetzt lächelt er nicht mehr. Noch checkt er es nicht. Jetzt checkt er es. Oh, die Kühle des Meeres und die Kälte der Niederlage. Ein Unglück kommt selten allein. Hallihallo. Möchtest du nicht selber in Wasser schwimmen?
Oh, nein, nein, Schock. Nee. Oh, ja, okay, hier kannst du Rückzugziel verlernen. Was ist wohl salziger? Die Tränen oder die See? Du findest einen Wasserstein. Eine Riesenperle. Karte. So geht es schneller. So geht es viel, 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 viel schneller. Jo, dann haben wir das Meer auch vom Herne durchgeguckt. Durchgeguckt haben wir das. Jo. Jeder Kühnheit. Soll ich einsetzen? Yep. Ah, hier haben sie jetzt wieder was rein. Okay. Und on. Okay, das heißt also, das speichern. Spiel gespeichert, okay. Apo. Geklappt. Okay, so, okay, okay, okay. Okay. Das heißt also, wir sehen uns beim gefangenen Pokémon. Bis gleich. Yeah.
Okay, wir haben es gefangen. Wir haben es gefangen. Und dabei ist leider ein Pokémon gestorben. Was wird Willenkraft-Pokémon Swishow. Wird auch das starke Wesen genannt. Aufgrund seines Sees schläft, hält es die Welt im Gleichgewicht. Jo. Können wir aber das Pokémon haben? Ah, hier. Können wir theoretisch auch das andere Pokémon finden? Nein, 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 ich wollte nicht rein, ich wollte nicht rein. Und so hier runter und dann hier hoch. Und dann. Hopp. So. Durchgedonnert. Luft hier. Sieh der Stärke. Und? Okay. Das heißt also, bam, bam, bam. Hallo! So. Nein, fuck. Okay, jetzt müssen wir so machen. So, noch einmal.
So, neuer Kampf, neues Glück. Kampf Nummer 2. Weil im ersten Kampf ist es gestorben. So. What? Mit dem Überball? Das war ein Lucky. So, wir sind Pokémon. Self. Was? Nein. Wir lesen das vor. Wir lesen das vor. Pokédex. Hopp, hopp, hopp. Hopp. Da ist es doch. Es wird auch das wissende Wesen genannt und soll die Erinnerung deren löschen können, die ihn in Auge sehen. Schauen wir das zu. Ja. So, jetzt brauchen wir noch ein und dann haben wir hier alle drei kleine. So, warte. Will mal. Nochmal in Kämpfen See gucken in der Höhle. Ich habe aber auch gehört, dass sehr, sehr viele Leute das letzte Legendary Pokémon, was wir jetzt suchen, mit dem Meisterball gefangen haben. Weil es tickt nicht, es guckt sich an und flieht. Also haben die meisten Leute gesagt, nee. Dafür haben sie den Meisterball geopfert. Und hier ist es leer. Aber ich kann es verstehen, ganz ehrlich, wir haben das jetzt zweimal gesehen. Okay, eigentlich nur einmal gesehen. Aber ich kann es verstehen. Beim nächsten Mal, wenn wir das sehen, wird der Meisterball instant gebrochen. Weil wozu haben wir denn? Und speichern kann man ja nicht, hat man ja eben gerade auf dem. Oder was in diesem Part? War in diesem Part. Wo wir auf dem Wasser waren, haben wir gesehen, hupp, auf einmal war das da. Deswegen also. Deswegen würde ich sagen, wir machen das einfach so. Und wenn mit dem Meisterball. So, und hier können wir dann lang. Route 222. Warte. Gibt's nur geradeaus, okay. Aber ich würde sagen, die Route 222 machen wir beim nächsten Mal. Ich weiß, eigentlich habe ich gesagt, wir machen das Season Part, aber irgendwie haben wir das Meer gesehen. Wir haben die Lerne im Pokémon gesehen. Zwei von drei haben wir gefangen. Ey. Und beim dritten schmeißen wir den Meisterball hin. Somit wird er auch safe sein. So, also, ich würde mich bedanken, wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, ich gehe nochmal zum Poké Center. Also, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. So, hier ist das Ende des Let's Plays. Im nächsten Part geht es weiter. Und ja, wenn ihr es noch nicht gehabt habt und noch nicht gemacht habt, dann versucht mich einfach bei Twitch, lasst mir ein Follow da, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich wieder live. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dann, ciao, ciao!